Und das heißt, das kann dann auch irgendwann zu dem Zeitpunkt kommen, dass die Banken sagen müssen, ja, tut mir leid, wir haben das Gold gar nicht. Wir haben euch einen Papierkontrakt verkauft. Und in dem Moment wird natürlich der Goldpreis dann verzehnfacht, verhundertfacht oder vertausendfacht. Ich weiß nicht, was da passieren wird, je nachdem, wie viel Papiergold verkauft wurde. Aber wie gesagt, der Nährboden für einmal für die Aufklärung und für politische Veränderungen war nie besser als in unserer Zeit, weil die Leute mit der Nase drauf gestoßen werden, dass dieses System jedenfalls immer weniger lebenswert ist. Und es wird ja auch regelrecht orwellianisch, wenn man mit der Regierung gegen die Opposition demonstriert und das dann vergleicht mit den 89er Demos in der Ex-DDR. Also es sind wirklich bizarre Ereignisse. Also die Regierung scheint tatsächlich Angst zu haben. Das macht sie natürlich gefährlich. Sie hat Angst vor aufgeklärten Bürgern und echter Bürgerbeteiligung. Das sieht man jetzt richtig. Absolut, absolut. Ich meine, das ist ja auch der Grund, warum also die ganzen kritischen Stimmen im Moment so unter Druck gesetzt werden und warum wir in den sozialen Netzwerken so eingeschränkt werden, warum also Leute wie Sie und wie ich eben mit immer mehr Schwierigkeiten und mit immer mehr Gegenwind kämpfen müssen. Aber was ich feststelle, Herr Wolf, wenn man mit Leuten spricht, wo auch immer, auf der Straße, bei Demos, im Geschäft, im Einzelhandel, viele Leute haben die gleiche Meinung. Natürlich durch diese angebliche Masse der Guten, die hier demonstrieren, die von allen möglichen, ach, noch ein Einschub, in Wien wurde neulich zu einer Demo gegen rechts aufgerufen, von allen möglichen Organisationen, 200 Mann haben sich wohl versammelt. Es ist natürlich nicht die Mehrheit. Das heißt für mich, man sollte seine Meinung äußern. Man findet viel mehr Gleichgesinnte, als man denkt. Man muss eben einfach die Schweigespirale durchbrechen. Und das ist wichtig. Und ja, seine Meinung äußern und dabei bleiben. Genau, das ist aber wirklich also ein sehr positiver Faktor unserer Zeit im Moment. Ich glaube, das Potenzial für Veränderung ist viel größer, als es uns glauben gemacht wird. Also natürlich, die Aufgabe der Mainstream ist, uns glauben zu lassen, dass alle Leute sich im Tiefschlaf befinden, aber wie Sie sagen, ganz viele Leute zweifeln im Moment am System. Viele Leute sind kritisch geworden. Leider ist es so, dass viele von denen mehr oder weniger vereinzelt in ihren Wohnungen sitzen und noch nicht rauskommen und ihre Stimme auf dem Balkon laut dem Nachbarn da zu verstehen geben, dass sie eigentlich einer Meinung sind. Aber ich glaube, dass wir uns diesem Punkt auch nähern. Also ich vermute, dass wir wirklich sehr große soziale Aufstände erleben werden, aber wir möglicherweise auch davor stehen, dass irgendwann wirklich Großdemonstrationen wir mal wieder stattfinden, dass wir vielleicht auch mal sehen, dass die Leute mal gegen den Krieg und für den Frieden wieder demonstrieren. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, es brodelt unter der Oberfläche und es braucht nur noch ein oder zwei Anlässe, damit wirklich etwas passiert. Sicherlich, denke ich auch. Und Sie sprachen es an mit der E-Naira, also mit dem digitalen Zentralbankengeld in Nigeria. Das ist ja komplett gescheitert. Also es hat durchaus Sinn, Opposition zu machen und solche Pläne abzulehnen. Man muss nicht immer der Herrschaft glauben, ihr seid klein, gebt auf und macht einfach, was wir sagen. Das ist nicht so. Ja, man muss sich ins Gedächtnis rufen, die Herrschaft funktioniert nur, solange man nicht gegen die Herrschaft gegen angeht. Und die Masse, ist, das ist die große Mehrheit der Bevölkerung, die hat Macht, von der sie allerdings wenig Gebrauch gemacht hat in der Vergangenheit. Aber es gab ja auch große Umschwünge in der Geschichte. Und ich denke, wir werden wahrscheinlich sogar einen der größten Umschwünge in der gesamten Geschichte der Menschheit erleben. Weil das, was im Moment passiert, ist wirklich ganz tief fundamental. Also wir werden nicht nur ein neues Geldsystem bekommen, sondern die Veränderungen durch die künstliche Intelligenz sind auch unglaublich. Also uns stehen da wahnsinnige Veränderungen am Arbeitsmarkt bevor. Und diese Veränderungen werden natürlich jetzt vorgenommen im Dienste oder im Auftrag dieser kleinen Minderheit und werden natürlich verheerende Konsequenzen für die große Masse der Menschen haben. Aber das, was technologisch da entwickelt wurde, kann natürlich auch zugunsten der Menschheit benutzt werden. Und das wäre natürlich ein Eingang oder ein Start in ein völlig neues Menschenalter, wenn diese ganze künstliche Intelligenz wirklich zugunsten der Mehrheit der Menschen eingesetzt würde. Ja, das hört sich sehr gut an. Und vor allem möchte ich noch den Leuten einen Rat geben, Verlockungen zu widerstehen mit der digitalen Zentralbankenwährung. Da gab es ja so Projekte, dass man dann weniger bezahlen muss, irgendwelche Rabatte bekommt, wenn man es nutzt oder das nur für verschiedene Dinge nutzen kann. China ist ja da besonders weit mit dieser Art von Geld. Man sollte sich als Bürger vielleicht überlegen, was ist wirklich dahinter und ist der Nutzen, den ich daraus angeblich ziehen soll, wirklich höher als meine Freiheitsbeschränkung oder das, was ich an Privatsphäre aufgeben muss. Also diesen bequemen Weg sollte man wirklich unbedingt meiden, gerade in diesen Zeiten, denn er führt zu Totalitarismus und möglicherweise zum Gulag, wenn wir nicht aufpassen.
Ganz genau. Und man sollte auch immer hinterfragen, die kleinen Geschenke, die einem gemacht werden. Also wenn einem da irgendwelche kleinen Vorteile geboten werden, dann sollte man sich fragen, warum das so ist. Und dann sollte man sich daran erinnern, dass in der Gesundheitskrise uns ja auch Bratwürstchen und Geld geboten wurden, falls wir irgendwelche Medikationen in uns hineinlassen. Also das ist genau das gleiche Prinzip. Man muss da wirklich ein bisschen kritisch bleiben und immer hinterfragen, was für Hintergedanken hat hat die Gegenseite. Und dann kommt man schnell auf den richtigen Weg und erkennt, dass die es eigentlich nicht gut mit einem meinen. Ganz genau. Großes Thema, Herr Wolf, Russland. Das müssen wir unbedingt ansprechen, denn es kann letztendlich alles über den Haufen werfen, von einem Tag zum anderen bei diesem Waffenarsenal. Ja, wir leben in unkalkulierbaren Zeiten. Was meinen Sie? Die alternativen Medien haben ja nun die Vorgeschichte zum Angriff Russlands auf die Ukraine ganz gut beleuchtet. Im Mainstream hört man überhaupt nichts davon. Warum wird denn das alles so einseitig betrachtet? Warum wird überhaupt nicht versucht, irgendwelchen Ausgleich zu suchen? Es scheint so, als wäre Krieg tatsächlich gewollt, oder? Ja, das denke ich schon. Also, aber ich denke, dass es im Moment sich nicht darum handelt, also einen Krieg zu gewinnen. Also es wird uns immer vorgegaukelt, also entweder Russland will gewinnen oder die Ukraine will gewinnen oder die NATO will gewinnen. Also ich glaube, dieser Krieg wird einfach nur geführt, um Krieg zu führen, damit alle Parteien also die Möglichkeit haben, auf den Gegner zu zeigen, selbst autoritäre Maßnahmen durchzusetzen. Das gilt für den Westen genauso wie für Russland, weil in Russland wird nämlich die gleiche Agenda auch vorangetrieben. In Russland wird auch der digitale Rubel eingeführt. In Russland übernehmen auch die IT-Konzerne. Und das kommt beiden Seiten also zugute, dass da im Kriege gekämpft wird. Das Tragische dabei ist nur, dass da das Leben von sehr vielen jungen Menschen einfach geopfert wird zugunsten dieser Großmacht im Hintergrund. Aber die Großmacht im Hintergrund, das ist der digital-finanzielle Komplex und der kennt keine Grenzen. Dieser digital-finanzielle Komplex hat inzwischen die gesamte Welt erobert. Also ich erinnere nur daran, dass die wichtigen Führer der Welt, ob das in der korporativen Elite ist oder in der politischen Elite, dass die ja alle vom World Economic Forum ausgebildet wurden und vom World Economic Forum ausgebildet wurden. Nicht nur Herr Putin selber, sondern auch der ehemalige Chef der russischen Zentralbank, der Hermann Greff, ist auch da ausgebildet worden. Also das zieht sich durch. Übrigens das zweitgrößte Kontingent an ausgebildeten Young Global Leaders nach den USA kommt aus China. Also da ist im Hintergrund wirklich eine Macht dabei, die ganze Welt da zu unterwandern und gleichzeitig aber Kriege vonstatten gehen zu lassen. Diese Kriege dienen offensichtlich nur der Ablenkung von dieser einen Agenda, die ihr Zentrum hat, entweder in der Wall Street oder im Silicon Valley oder bei solchen Organisationen wie dem IWF, der WHO oder dem WEF. Aber diese Ablenkungsmanöver, wie Sie sagen, das ist sicher richtig. Aber die Millionen Toten, die daraus regelmäßig folgen, die sind leider real, auch wenn die Macht im Hintergrund ja sicherlich von allen Seiten oder mit allen Seiten arbeitet und sie kontrolliert. Bei uns in Deutschland, man hört hier eine Rhetorik von Strack-Zimmermann oder Kiesewetter, das sind so die bekanntesten Namen, Russland besiegen zu wollen, immer mehr Waffen zu liefern. Ich denke, wir begeben uns in absolut gefährliche Zeiten. Und woher kommt denn diese Hybris, dieses Land besiegen zu wollen? Diesen Wahnsinn hatten schon andere vor und sind gescheitert. Und wie ich vorhin sagte, warum redet niemand über einen vernünftigen Ausgleich? Man will wohl damit auch den Reset befördern. Ja, ganz genau. Das ist der einzige Grund. Und ich finde also, das ist natürlich wirklich schlimm, was Frau Strack-Zimmermann von sich gibt. Interessant ist, dass das eine kleine Kommunalpolitikerin aus Düsseldorf ist, die plötzlich so hochgespült wurde, so wie andere Leute auch hochgespült werden. Also ich meine, wir leben ja auch im Moment mit einem Wirtschaftsminister, der von Wirtschaft null und gar keine Ahnung hat. Also das sind alles Leute, die irgendwie in ihre Ämter platziert wurden aus bestimmten Gründen. Aber ich muss sagen, also so verwerflich ich Frau Strack-Zimmermanns Gerede finde und auch das von Herrn Kiesewetter, also am schlimmsten finde ich eigentlich die Grünen im Moment. Weil die Grünen, die sind eigentlich gegründet worden mal als aufgrund der Antikriegsbewegung damals. Die Grünen sind fast alles, die Gründer der Grünen waren fast alles Kriegsdienstverweigerer. Auch Herr Habeck gehört dazu. Und diese Leute verkaufen jetzt der Jugend den Krieg als ein probates Mittel zur Durchsetzung ihrer Ziele. Und das finde ich eine absolute Ungeheuerlichkeit. Also das finde ich noch viel schlimmer als das, was in den anderen Parteien geredet wird, weil die haben eine relativ große Gefolgschaft auch unter jungen Leuten, die immer noch glauben, dass die Grünen sich Sorgen machen um die Zukunft des Planeten, um die Zukunft unserer Umwelt.
Die Grünen tun nichts dergleichen. Die Grünen sind das verlogenste und das schmutzigste politische Pack, was es jemals gegeben hat. Und das Schlimme ist, dass die Jugend im Moment auf diese Art und Weise auf einen falschen Pfad richten. Und das finde ich also absolut abscheulich. Ja, ich denke, die Grünen sind komplett gekapert. Von Naturschutz, Umweltschutz spricht niemand Alles. mehr. Sie wollen das Klima retten, also einen Kampf, einen orwellianischen Kampf führen, der niemals gewonnen werden kann und dadurch natürlich endlos Ressourcen verschlingt. Aber ich will noch bei Russland bleiben. Es gibt natürlich auch dort Stimmen, die na, vielleicht erkannt haben, es ist jetzt wirklich der Point of No Return da. Frieden ist nicht gewollt. Medvedev und Peskow sind für mich so die, sagen wir mal, die Sprachrohre des Kremls, die eher das aussprechen, was Putin vielleicht diplomatisch noch anders verkleidet. Aber sie haben mittlerweile auch eine harte Rhetorik angenommen und denken vielleicht, dass es tatsächlich zum Äußersten kommt. Also zu einem Konflikt auch mit Westeuropa, USA, NATO. Ja, der Herr Medvedev hat ja gerade heute Morgen getweetet auf X, also jetzt ist die Zeit der Rache gekommen für den Anschlag, den wir ja vor 2 oder 3 Tagen da in Moskau erlebt haben. Und das ist natürlich sehr gefährlich. Allerdings muss man auch ein bisschen sagen, also diese ganze Kriegsrhetorik dient natürlich auch dazu, den Leuten wirklich Angst zu machen. Also ich merke das in meinem Umfeld. Also die Leute haben wirklich richtig Angst davor, dass der Krieg hierher kommen kann, dass wir dann auch in Deutschland dann, also dass uns da Raketen um die Ohren fliegen und dass da die Möglichkeit besteht, dass es da zu einem Atomschlag kommen kann. Ich meine, all diese Angst ist natürlich auch gewollt, weil es gibt nichts Besseres, um die Leute gefügig zu machen, als sie in Angst und Panik zu versetzen. Ob das tatsächlich dann zum Äußersten kommt, ob man dann tatsächlich auch bei uns ähnliche Zustände herbeiführen wird, wie jetzt im Gazastreifen, wo so gut wie alles in Schutt und Asche gelegt wird, das bezweifle ich, weil ich meine, die Herrschenden müssen auch noch hier leben und ich denke, die werden sich ihren eigenen Vorgarten dann nicht völlig verwüsten. Aber die Möglichkeit besteht. Also wir haben es im Moment wirklich in der Politik mit den schlimmsten Kriegshetzern und Kriegstreibern seit 80 Jahren zu tun. Das hätte man sich vor 5 Jahren oder vor 3 Jahren noch nicht so vorstellen können. Aber da muss man sagen, da sind bei einigen Leuten wirklich alle Sicherungen inzwischen durchgebrannt. Ja, und die Spirale dreht sich weiter. Ich muss da gerade an die Schlange denken, die sich selber frisst. Es ist tatsächlich ein gutes Sinnbild von dem, was hier passiert. Jetzt soll ja auch das Vermögen der russischen Zentralbank enteignet werden oder die Zinserträge will man der Ukraine für Waffenkäufe geben. Das sind ja alles so Vorgehensweisen, die waren früher undenkbar. Wenn Ja. man sich an Afghanistan erinnert, die Großmächte, gut, es war kalter Krieg, man hat miteinander geredet. Jetzt werden wirklich Maßnahmen ergriffen, die waren damals undenkbar. Ja, das Schlimme ist, dass das Geschichtsbewusstsein gerade bei jungen Leuten inzwischen gleich null ist. Also die Schule hat dafür gesorgt, dass die Leute, also die 20, 30, 35-Jährigen von heute, dass die so gut wie gar kein Geschichtsbewusstsein mehr haben. Weil wenn die sich ja nämlich erinnern würden an die 50er und 60er Jahre, da haben wir ja das große Wettrüsten gehabt. Und das große Wettrüsten ist ja damals dann beendet worden, indem man mal gesagt hat, also wir wollen nicht mehr so weitermachen, wir wollen jetzt abrüsten, wir wollen mit friedlicher Koexistenz weiterleben. Also das sind Vokabeln, mit denen Sie heute irgendwo nirgendwo mehr aufwarten können, weil heute geschieht genau das Gegenteil. Heute wird mit den Säbeln gerasselt, wo es denn nur geht. Und auch da wiederum am schlimmsten, also die schlimmsten Sätze kommen da von den Grünen. Also Joschka Fischer, der ehemalige Außenminister, hat gesagt, es gibt nur einen Weg zum Frieden und das ist Aufrüsten, Aufrüsten, Aufrüsten. Das ist also so unvorstellbar gegen all das, was in den 60er und 70er und 80er Jahren getan wurde. Also ich glaube, heute muss man sagen, also das, was Willy Brandt und Egon Bahr damals gemacht haben, wäre heute völlig ausgeschlossen. Dabei hat er damals, da hat das also einen großen Widerhall in der Bevölkerung gefunden, weil die Leute hatten damals einfach die Nase davon voll, dass dauernd immer nur mit den Säbeln gerasselt wurde. Und ich hoffe einfach darauf, dass der Großteil der Bevölkerung heute auch noch so ähnlich denkt. Und ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher. Ich bin auch ziemlich sicher, dass wir heute in einer Zeit leben, in der das, was uns vorgegaukelt wird, von dem, was tatsächlich wirklich wahr ist, unglaublich abweicht. Also wir werden ja den ganzen Tag bombardiert mit diesen ganzen Meldungen und diese Meldungen lassen uns ja glauben, dass alle Leute völlig irre sind. Aber ich glaube, dass viele so denken wie Sie oder wie ich und wie wahrscheinlich sehr, sehr viele um uns herum und sagen, also das ist einfach völlig bekloppt, was da vor sich geht. Und aber die erkennen eben noch nicht die Methode, die dahinter steckt. Und wenn die mal erkennen, dann sind wir einen großen Schritt weiter. Und je mehr Leute aufwachen, desto größer, denke ich, ist natürlich auch die Gefahr, dass etwas losgetreten wird, um diesen Erweckungsprozess zu verhindern oder zu stoppen. Ich will mal noch bei Russland bleiben. Also es sieht für mich so aus, als würden wir mit Autopilot quasi auf eine große Katastrophe zufliegen. Und die Frage ist,
Ja, die BRICS-Länder, ja, sie expandieren. Zwei feindliche Lager haben sich mehr oder weniger gebildet. Wobei, Sie haben es vorhin gesagt, heilig ist davon niemand. Man kann nicht einfach sagen, das westliche Lager ist schlecht, das östliche. China, Orwell, Vorbild hoch 10. Ja. Also, das ist Also wahrlich keine Alternative. aber diese BRICS-Agenda wird den Leuten auch vorgemacht. Also die Leute sollen dann glauben, dass es da eine andere Agenda gibt von einer Staatengemeinschaft. Und den Leuten sollen auch da, die sollen in den Glauben versetzt werden, dass die USA also kurz vorm Ende sind. Also diese ganze BRICS-Berichterstattung geht ja immer einher mit der Berichterstattung, der Dollar steht kurz vorm Ende. Wir erleben die Zeit der Entdollarisierung. Also dazu muss ich sagen, als Finanzexperte, der Dollar war noch nie so stark wie in unserer Zeit. Der Dollar ist in den letzten 2 Jahren sogar noch weiter erstarkt. Also die USA haben das Weltfinanzsystem heute noch voll und ganz im Griff. Aber wie gesagt, nicht das Weiße Haus hat es im Griff, sondern BlackRock und Co. haben das Ganze im Griff. Man kann das natürlich auch erreichen, indem man die Konkurrenten schwächt und dass Europa, die Eurozone, geschwächt wird durch Ganz genau. Masseneinwanderung. Energiepreise ist natürlich keine Frage. So kann der Einäugige doch noch länger als König unter den komplett Behinderten gelten, oder? Genau, ganz genau. Ja, zum Gold, noch ein Wort zum Gold. Denn ich habe das neulich mit Egon von Greyerz gesprochen. Wir haben einen neuen Rekordpreis. Sie haben das ja mit den Kettner auch besprochen. $2.200 wurden erreicht und es ist doch etwas, das läuft eher im Verborgenen ab. Also es läuft sehr ruhig. Die Leute konzentrieren sich noch eher auf die Aktien, Kryptos, Bitcoin. Was denken Sie, wo das noch hingeht? Also es fließt in den Osten. Was raten Sie jetzt den Leuten? Also ich denke, wenn hier wirklich im Finanzsystem was Arges bricht und das sieht danach aus, sollte man doch hier wirklich ein bisschen was unternehmen mit Edelmetallen. Auf jeden Fall. Also die Tatsache, dass der Goldpreis jetzt über 2000 rübergeschossen ist und dass man den nicht sofort wieder hat drücken können, zeigt mir, dass da etwas so ganz langsam außer Kontrolle zu geraten droht. Also es ist für die Herrschenden unglaublich wichtig, dass der Preis des Goldes gedrückt wird. Und zwar, es ist einfach so, dass in der Welt unendlich viel mehr Gold verkauft wurde, als tatsächlich da ist. Deswegen muss ein Run auf das Gold auf jeden Fall vermieden werden. Und wir erleben im Moment wir leben in einer Zeit, in der die Verschuldung riesig hoch ist. Und da ist es natürlich ganz gefährlich, wenn der Goldpreis jetzt hochschießt, da werden viele Investoren sagen, so, jetzt verkaufe ich mein Gold ganz schnell und dann werde ich damit auf jeden Fall meine Schulden bedienen. Und wenn er dann weiter hochgeht, dann werden wieder Leute draufspringen. Und das heißt, das kann dann auch irgendwann zu dem Zeitpunkt kommen, dass die Banken sagen müssen, ja, tut mir leid, wir haben das Gold gar nicht, wir haben euch einen Papierkontrakt verkauft. Und in dem Moment wird natürlich der Goldpreis dann verzehnfacht, verhundertfacht oder vertausendfacht. Ich weiß nicht, was dann passieren wird, je nachdem, wie viel Papiergold verkauft wurde. Also auf jeden Fall muss dieser Run aufs Gold unbedingt vermieden werden. Und da ist es natürlich überhaupt nicht gut, dass Gold jetzt über 2000 ist. Also ich würde jedem ganz dringend empfehlen, auf jeden Fall immer noch in Edelmetalle zu investieren, in Gold und Silber. Also Gold, muss man sagen, ist zwar im Moment verglichen mit dem, was es vorher gekostet hat, teuer, aber es ist verglichen mit dem, was es irgendwann mal kosten wird, ist es wahrscheinlich im Moment noch sehr günstig. Und noch wichtiger ist für mich Silber, weil Silber für die Leute im Alltag wichtig werden wird. Also wenn wir das neue Geld bekommen und das neue Geld von vielen nicht akzeptiert wird, dann werden sich auf jeden Fall Parallelgesellschaften bilden. Also wir stehen sowieso am Rande der Bildung von Parallelgesellschaften. Wir erleben das ja jetzt im Moment, dass eine ganz starke Regionalisierung im Gange ist. Es gibt viele Bauernhöfe, die jetzt sich ihre Kunden in den Städten selber suchen. Also da ist eine große Regionalisierung im Gang. Und ich denke, wenn das Geld auch weiter seinen Wert verlieren wird, und das wird es sicherlich durch die Inflation, dann wird irgendwann das Silber als Zahlungsmittel wieder eingesetzt werden. Und dann ist es natürlich gut, wenn man da zu Hause einige solche Silbermünzen besitzt. Also ich empfehle jedem dringend, sich so einen Vorrat an Silbermünzen anzulegen, für langfristiges Denken sich ein bisschen Gold anzulegen. Ich empfehle den Leuten aber auch gleichzeitig, sich unbedingt Nahrungsmittelvorräte für mindestens 3 Monate anzulegen, weil die Inflation im Bereich der Nahrungsmittel ist gewollt und die wird weiter vorangetrieben. Wir erleben ja, dass die Inflation im Bereich der Nahrungsmittel viel, viel schneller voranschreitet als im Rest der Gesellschaft. Also da würde ich auf jeden Fall mich vorbereiten. Und dann würde ich auch sagen, was so Energiefragen angeht, da sollte man sich auch darauf vorbereiten. Wir werden bestimmt irgendwelche größeren Ausfälle haben. Wir werden auch Cyberausfälle haben. Also es ist wahrscheinlich nicht so schlecht, wenn man zu Hause vielleicht ein Funkgerät besitzt. Also man sollte sich auf all diese Eventualfälle vorbereiten, damit man ganz einfach ruhiger schlafen kann. Nochmal beim Edelmetall zu bleiben. Wir sehen ja, die Reallöhne fallen. Also für Otto Normalverbraucher wird es ja immer schwieriger.
Das haben wir im Prinzip auch mit Egon von Greyerz seit Jahren gepredigt. Kauft das Metall, solange ihr noch die Kaufkraft habt, denn jetzt geht einfach für die täglichen Ausgaben immer mehr drauf. Dann hat der Staat außerdem noch die Schwellen für das Tafelgeschäft gesenkt. Also man Richtig, soll ja. es nicht haben. Und es wird immer schwieriger. Also ich würde nicht unbedingt wetten, dass die Preise deutlich sinken, zumal Silber sowieso noch billig ist. Also das ist für mich vielleicht das Investment des Jahrhunderts. Wir haben natürlich andere Probleme vor uns, aber wenn man zumindest seine Finanzen ein bisschen im Griff hat und eine Last weniger hat, sollte das schon einiges ausmachen. Das denke ich auch, ja, ganz wichtig. Also, wie gesagt, also für den Alltag dieses Silber, darauf würde ich setzen. Also Silber im Vergleich zu Gold hat ein bestimmtes Verhältnis, und dieses Verhältnis ist zurzeit für Silber sehr ungünstig. Das heißt, Silber ist im Grunde gegenüber dem Gold heute unglaublich billig. Und Sie hatten es schon gesagt, für Normalverbraucher als Ratschlag, wie er sich vorbereiten soll. Für mich eine wichtige Denküberlegung ist, wie würde es bei mir aussehen, wenn der Strom mal für 4 Wochen weg ist? Was würde dann ausfallen? Könnte ich damit klarkommen? Also muss ich entsprechend vorsorgen. Habe ich etwas zum Heizen? Beleuchtung, Wäsche, Wasser? Ganz besonders wichtig, Wasser. Ganz Das genau. wäre so ein Ratschlag von mir. Also man muss in diesen verrückten Zeiten tatsächlich so einige bis vor kurzem undenkbare Szenarien durchspielen. Ja, man muss auf diese Survival-Tipps zurückgreifen. Also das Überleben wird irgendwann mal wichtig werden. Also wir stehen wirklich vor ganz, ganz schwierigen Zeiten. Und da ist es einfach nicht gut, wenn man den Kopf in den Sand steckt, sondern da muss man einfach diesen Schwierigkeiten klar in die Augen gucken und sich da ganz rational darauf vorbereiten. Ja, das sind Zeiten von entscheidenden Weichenstellungen. Man muss immer die Frage stellen, sowieso schon wie seit Urzeiten, cui bono? Wem Genau. nutzt es, was passiert? Und erstmal, na, ich würde so sagen, die gängige Medienveröffentlichung oder die gängige Meinung grundsätzlich hinterfragen. Auf jeden Fall. Haben Sie noch ein Abschlusswort für unsere Zuschauer? Ja, ich denke, man sollte in diesen Zeiten auf jeden Fall nicht verzweifeln, weil man muss sich dann immer daran erinnern. Ich meine, unsere Eltern und unsere Großeltern haben auch schwierige Zeiten durchgemacht. Ich glaube nicht, dass es besonders erfreulich war, im Jahre 1914 zu leben. Ich glaube auch nicht, dass es besonders erfreulich war, im Jahre 1939 zu leben und dann die nächsten 6 Jahre zu erleben. Aber unsere Eltern und unsere Großeltern haben da auch durchgehalten. Und das ist, glaube ich, die Aufforderung, die das Leben an uns stellt. Wir müssen einfach durch diese schwierigen Zeiten durch. Wir müssen uns den Problemen stellen. Das Dümmste, was man machen kann, ist den Kopf in den Sand stecken. Also wichtig ist, den Problemen klar ins Auge zu sehen und sich einfach darauf vorzubereiten und auch die eigene Verantwortung für Kinder, für die nächste Generation zu erkennen. Den Problemen klar ins Auge sehen, nicht verzweifeln und vor allem den anderen nicht die Straße oder die Mehrheit, die angebliche Mehrheit überlassen. Sie sind Genau. nicht die Mehrheit. Mit den Genau. Leuten sprechen, für Frieden, Bürgerrechte und Freiheit eintreten. Ich denke, das sollte man bei jeder Gelegenheit tun. Ganz genau. Ernst Wolf, es war mir ein Vergnügen, mit Ihnen heute zu sprechen und hoffen wir das Beste, dass sich vielleicht das eine oder andere Katastrophenszenario doch so nicht ausmalt oder entwickelt. Aber es liegt an jedem auch selber mit. Genau. Danke für heute. Ja, vielen Dank auch. Danke. Tschüss. Tschüss.